Jeder Schritt ist ein Adrenalinkick, jeder Anstieg eine mutige Herausforderung und jeder Abstieg eine rasante Actionsequenz. Der härteste Crosslauf Berlins kehrt wieder zurück und der erste Lauf steht bevor. Sofort wird klar, die Sega-Serie des SC Tegeler Forst ist weit mehr als nur ein gewöhnlicher Lauf. Sie ist ein atemberaubendes Spektakel, bei dem man von Rennen zu Rennen an seine Grenzen geht und darüber hinaus. Das ist einfach ein total charmanter Lauf, also ist familiär, kleine Teilnehmerzahlen. Die Strecke ist auf jeden Fall recht interessant, recht profiliert. Dafür, dass es noch in Berlin ist, gibt es so einige steile Passagen, die schon nicht zu unterschätzen sind. Mehr als 150 Abenteurer bahnen sich ihren Weg durchs Unterholz und balancieren auf schmalen Pfaden, die sich wagemutig am Abgrund entlang schlängeln. Dabei umhüllen sie oft der betörende Duft von Moos und das sanfte Rascheln der Blätter unter ihren Füßen, während sie immer tiefer in den Tegeler Forst eindringen. Hier erwachen die Sinne zum Leben und die Verbindung zur Natur erreicht eine neue, intensivere Ebene. Heute war es sehr warm, wärmer als gedacht und somit waren die Berge wirklich noch viel, viel anstrengender, als ich dachte. Aber es hat Spaß gemacht und das ist die Hauptsache. Und man geht dann auch nicht als Konkurrenz an den Start, sondern halt auch als Team und das ist auch ein super schönes Gefühl, wenn man sich dann gegenseitig so anfeuert. Doch das Beste kommt erst noch. Die Läufe am 14. und am 28. Oktober 2023 versprechen noch mehr Spannung und Abenteuer. Der Nervenkitzel wird intensiver, die Herausforderungen noch größer und die Action noch aufregender. Es ist die perfekte Gelegenheit, die eigenen Grenzen zu überschreiten und das wahre Trailrunning-Ereignis zu erleben. Schnallen Sie also Ihre Laufschuhe fest, bringen Sie Ihre Abenteuerlust mit und seien Sie dabei, wenn der härteste Crosslauf Berlin in die nächste Runde geht.